wie alt der Baumwoll sie wird. So knorrig. Sehr coole kleine Viecher. Sind sehr interessiert, wo du herkommst, was du tust, wie es da geht, wo du reingehst. Und sie sind absolut Zeichensprache und Hand- und Fußsprache begabt, dass sie da mit dir kommunizieren wollen und können und alles. Ja. Warum sollte man sonst noch an so einen Trip in die Mongolei machen und nicht mit einer Guide-Tour? Weil man durch das zu Gers kommt, wo man sonst nicht hinkommt, zu den wirklichen Leuten. Weil man auch in Gegenden kommt, die man sonst nicht hinkommt. Weil man Routen fährt, die sonst niemand fährt, weil die, vielleicht gibt es eine schnellere Route, aber das ist wahrscheinlich nicht die interessantere und nicht die gleich schöne Route. Weil man nicht aufs Klo gehen muss, wenn man aufs Klo muss, sondern einfach die Natur verwenden kann, so wie es die Mongolen auch machen. Weil man für sich selber Sachen entdecken kann, ohne dass einem jemand sagt, das ist das und das ist das. Es fallen einem die Sachen auf, die einem gut gefallen. Ja, das war's. Und wenn man sich dafür interessiert, dann findet man schon jemanden, der einem das erklärt. Weil man ganz, ganz, ganz interessante Wege fahren kann, die eine Guide-Tour nie und nimmer machen wird, weil es viel zu heiß ist. Weil auch die wenigen Sachen, die wir im Auto gehabt haben, wir sind einfach zu einer Autowerkstatt und haben mit Händen und Füßen ausgemacht, wie sie es reparieren. Es hat immer geklappt. Ja, manchmal muss man für Umwege oder so Sachen mehr Zeit einplanen, aber funktionieren tut es. Weil man umgerechnet 200 Euro für 17 Tage Alkohol und Lebensmittel, stimmt nicht ganz, Alkohol haben wir noch nachgekauft, Alkohol und Lebensmittel, ich kaufe keinen in Ulaanbaatar und man kann sogar etwas herschenken. Ciao. Was übrigens immer gut ist, irgendwas Kleines zum Herschenken. Sei es ein paar Knudeln, sei es eine kleine Flasche Wodka, sei es Süßigkeiten für die Kinder. Sie freuen sich brutal in der Gär, wenn man ein Gastgeschenk mitbringt. Und das reicht, wenn es ein paar Knudeln ist.